Garden Sassinghurst in Kent in England. Und viele Gärten versuchen diesen Garten nachzuahmen, sogar Gärten in Kronberg versuchen das. Denn die Idee, einen Garten ganz in Weiß und Grün anzulegen, die stammt von den beiden Schöpfern von Sissinghurst, dem Ehepaar Vita Sackville-West und Harold Nicholson. Und das wird in unzähligen kleinen Gärten und Vorgärten bis heute nachgeahmt, auch hier bei uns in Schönberg. Ich möchte nicht vorzeitig mit meinem grau-grün-weißen Garten prahlen. Vielleicht wird es ein schrecklicher Einfall, schrie Vita Sackville-West in der Phase der Planung. Ihr Mann warnte sie, dass die Lichtverhältnisse für die geplanten Pflanzen an dem geplanten Ort eher ungünstig seien und ihre Idee sich vielleicht da nicht so verwirklichen ließe, weil das Licht fehlt. Es ist nun in diesem Jahr genau 80 Jahre her, dass dieser private Garten 1938 im Vorfeld des Weltkriegs für das breite Publikum geöffnet worden ist. Die Zahl der Besucher wuchs stetig, und heute gehört Sassinghurst zu einem der meistbesuchten Gärten der Welt mit 200.000 Besuchern jährlich. Und immer noch strömen die Menschen dorthin, weil sie diesen Traum suchen aus Weiß und Grün und Licht, von dem Vita Sackville geschrieben hat. In einem solchen Garten ist das Bunte nicht gewollt. Und noch immer staunen die Menschen, dass in dieser turbulenten Zeit der 30er und 40er Jahre so etwas Wunderschönes entstehen konnte, sozusagen unter der Bombardierung Englands ein solcher Garten wachsen und entstehen konnte, und sind fasziniert davon. Sackville-West und Nicholson schufen diesen Garten aus einem völlig verwahrlosten Gelände. Das hatte vorher ein Farmer sozusagen als Abstellgelände benutzt, und da war alles das, was man dann so finden kann. Steinschutt, verunkrautete Flächen, wahrscheinlich auch Abfall, damals nicht so viel wie heute, aber soweit das Auge reichte, verwahrloste Flächen. Man brauchte da schon eine Vision, ein inneres Auge, um sich vorstellen zu können, dass aus dieser Fläche einmal ein wunderschöner Garten werden sollte. Und dann gab es da noch diese Vorgaben, mit denen die beiden sich arrangieren mussten. Die Mauern standen nicht rechteckig, sondern hatten ungünstige Winkel. Da standen alte Bäume über das Gelände verstreut, die man natürlich nicht entfernen wollte. Und wer einen Garten übernimmt, den ein anderer angelegt hat, der kennt ja die Schwierigkeiten, dass ein Vorbesitzer einem Garten Gestalt gibt, die man selbst so nie gemacht hätte. Und nicht selten träumt dann ein neuer Besitzer von einem solchen Garten, von einer solchen Reinheit in Weiß. Sie kennen wahrscheinlich die Autorin Elke Heidenreich. Sie ist in ihrem privaten Leben auch Gärtnerin und sie hat ein Haus gekauft mit einem bereits existierenden Garten. Und sie plant dann für ihren Garten eine solche englische Gartenvision. Ganz in Weiß soll er sein, schrieb sie. Bestenfalls ein bisschen shakespearisches Rosa soll darin erlaubt sein. Und dann beobachtet Elke Heidenreich erstmal, wie der Garten sich so im Lauf des Jahres entwickelt. Und sie sieht, er ist sehr farbig. Bunt? Bunt geht eigentlich gar nicht beim Garten. Und sie beginnt, Pflanzen auszutauschen. Sie schuftet sich den Rücken krumm. Und trotzdem, aus jeder Ecke bricht aus dem Garten irgendwo wieder eine neue farbige Pflanze hervor, mit der sie so noch gar nicht gerechnet hat. Es scheint, als widersetze sich der Garten ihrer Planung. Und als dann noch die von ihr mühsam neu gepflanzten Tulpen gelb rauskommen und eine Klematis gegen die Angabe der Baumschule doch bunt blüht, akzeptiert sie es. Der Traum in Weiß ist so nicht umzusetzen. Sie macht die Erfahrung, man kann nicht alle seine Ideale umsetzen. Und sie lässt ihren Garten. Er ist nicht das, was sie will, aber sie zwingt ihn auch nicht hinein in eine Form. In einem Garten herrscht eine große Konkurrenz. Da herrscht die Konkurrenz um das Licht. Nach dem Licht strebt alles hin. Es gehört zur Allgemeinbildung, dass Pflanzen ohne Licht nicht leben können.
Und so weiß jede Gärtnerin und jeder Gärtner, dass bei der Bepflanzung die Lichtverhältnisse noch wichtiger sind als die Bodenverhältnisse. Es ist der Lichthunger der Pflanzen, der ist sehr unterschiedlich. Es gibt solche, die brauchen pralle Sonne und andere gedeihen mit ein paar Sonnenstrahlen nur. Aber irgendwie muss Licht immer da sein. Und da gibt es doch diese Gärtner, die wollen sich von der Unberechenbarkeit der Sonne befreien. Das Gärtnern unter der Luxlampe hat eine große Verbreitung gefunden, denn da ist man diese ganzen Schwierigkeiten mit der Sonne endlich los. Da hat man dann sein umzirkeltes, geschütztes Gartenhäuschen und da wachsen dann die Pflanzen unter der ständigen Beleuchtung. So arbeiten zum Beispiel die professionellen Gärtner. Lässt sich aber ein solches Gewächshaus mit künstlichem Licht vergleichen mit der Freiheit und der Weite eines Gartens unter sonnigem Himmel? Ich denke nein. Alle ungewollten Pflanzen schaffen ein Problem im Garten, denn sie nehmen den gewollten Pflanzen das Licht weg. Sie haben schon bemerkt, ich rede nicht vom Unkraut, sondern von den unerwünschten Pflanzen, denn das ist politisch nicht mehr korrekt, vom Unkraut. Dennoch will der Gärtner die ungewünschten Pflanzen entfernen. Und auch wenn das Unkraut inzwischen Karriere gemacht hat und nur noch als Wildkraut erscheint in allen Gärtnerzeitschriften, weckt es im Gärtner doch wilde Gefühle. Die werden nur noch übertroffen von dem Schrecken, den diese schleimigen Kriechbestien auslösen können. In einem Garten, da knabbert es, da beißt es, da saugt es, da frisst es. Man scheint es fast hören zu können und man möchte verzweifeln. Kein Garten ist so perfekt, dass es in ihm nicht auch Wildkraut oder Unkraut gibt. Auch Sassinghurst ist ein Garten, in dem es unerwünschte Pflanzen gibt. Und auch so ein großartiger Gartenplaner wie Harold Nicholson kommt nicht umhin, den Rücken zu beugen und Unkraut zu jäten. Er hat diese Arbeit nicht geliebt. Er hat sich immer wieder darüber beschwert in seinem Tagebuch, wenn er einen Tag damit zubringen musste, Unkraut zu zupfen in Sassinghurst. Nie mehr werde ich den Gärtnerjungen langsam schimpfen, sagte er nach einem solchen Arbeitstag. Es gibt keinen Garten ohne unerwünschte Pflanzen, die eine stetige Bearbeitung erfordern. Doch wenn die Pflanzen zu dicht aneinander wachsen, wenn sich Wildpflanze und Blume zu sehr ineinander verschränkt haben, dann lasse ich doch auch mal lieber das Unkraut stehen, statt die Blume zu töten. Und in jedem Garten gibt es auch diese Insekten, die wir heute nicht mehr Ungeziefer nennen. Und die betrachten unsere Arbeit als ein All-You-Can-Eat-Buffet und richten sich da ein und machen ordentlich Schaden, wenn sie nicht eingeschränkt werden. Es besteht für den Gärtner allerdings die Gefahr, dass sich sein Blick auf die Schädlinge verengt, dass er sozusagen durch den Garten geht und nur noch Schädlinge sieht. Deshalb ist der wichtigste Rat an den Gärtner: Beginnen Sie niemals, Ihre Schnecken zu hassen. Beginnen Sie niemals, die Blattläuse zu hassen. Warum? Weil der Hass einen verleitet, übers Ziel hinauszuschießen. Mit einer ungehemmten Schädlingsbekämpfung richtet man im Garten mehr Schaden an, als man nützt. Und ich kann nicht jede Blattlaus in der Dahlia erwischen, ohne nicht der Dahlia einen ernsten Schaden zuzufügen. Und wenn ich dann so richtig die chemische Keule einsetze, dann leidet die ganze Natur darunter. Das ist eine Lektion, die die Kirche nur extrem mühsam gelernt. Sie hat einmal geglaubt, man könne in unserem Volk die Sünde komplett ausrotten mit der Wurzel. Und sie hat alles eingesetzt, was man einsetzen kann, um Sünde aus der Gemeinde auszurotten. Und das Ergebnis ist, dass wir dann im 20. Jahrhundert resümiert haben, dass sie an den Seelen der Menschen auch einen ungeheuren Schaden dadurch angerichtet hat, von dem sich die Kirche bis heute in ihrem Vertrauensverlust noch nicht wirklich erholt hat. Wie die Pflanzen nach Licht hungern, so hungern wir nach einer positiven Entwicklung in unserem Leben. Wir haben es im Eingangslied gesungen: Wie die schönen Blumen will ich sich entfalten und ihr schönes Gesicht dem Licht hinstrecken. Wir wollen uns entfalten.
Wir wollen uns ausleben. Wir wollen das leben, was in uns steckt. Und dazu brauchen wir Licht der Hoffnung und Wärme der Liebe, um das wirklich tun zu können. Wir möchten unser Leben planen und anlegen, so wie man einen Garten anlegt. Und wir wünschen uns bestimmte Ereignisse in unserem Leben, so wie man für seinen Garten bestimmte Pflanzen auch aussucht. Und über all dem soll die Sonne scheinen, sodass es Harmonie und Schönheit und Ausgewogenheit gibt. Das alles ist unser Hunger nach Gott. Die Sehnsucht nach der Schönheit unseres Lebens, möchte ich als Theologe sagen, ist Ausdruck unseres Hungers nach dem Göttlichen, nach dem Licht Gottes. Nun leben wir aber nicht in einem geschlossenen System. Es gibt Einflüsse von innen und von außen, die unsere Idee von unserem Leben schwer beeinträchtigen oder vielleicht sogar zerstören können. Zwischen der Idee des Gärtners und dem tatsächlichen Garten, wie er sich entwickelt, besteht immer ein Unterschied. Das hat Elke Heidenreich gelernt, das habe ich mit meinem Garten gelernt, das haben Sie wahrscheinlich mit Ihren Pflanzerfahrungen auch gelernt. Zwischen der Idee Gottes von uns und unserem tatsächlichen Leben liegt auch immer ein solcher Abstand. Das, was Gott sich für uns gedacht hat und das, was wir tatsächlich leben, fällt nicht völlig in eins. Da ist ein Abstand, ein Graben, ein Sund, wie man im Mittelhochdeutschen sagte. Und darum spricht unser Predigtext heute von der Sünde. Die Sünde ist der Abstand, der mich von dem trennt, was Gott für mich gedacht hatte. Wir sind viel zu sehr darauf fixiert, Sünde immer als eine moralische Fehlleistung zu sehen. Etwas, was in der Gesellschaft als unanständig oder verboten gilt, das haben wir über die Jahrhunderte immer gleich mit Sünde gleichgesetzt. Aber Sünde hat mit unseren Moralbegriffen überhaupt nichts zu tun. Und es geht bei Sünde auch nicht um die Frage, ob ich irgendwie ein minderwertiger Mensch bin oder nicht. Denn mit Sünde ist nicht das Versagen der eigenen moralischen Verantwortung gemeint. Ich kann ein Mensch sein mit einer ausgeprägten, gelungenen moralischen Verantwortung und dennoch komme ich von der Sünde, von dem Abstand von Gott nicht los. Es soll uns zum Ausdruck gebracht werden, dass es immer eine Differenz gibt. Die Differenz zwischen dem Menschen, der ich sein könnte, und dem Menschen, der ich bin. Und manchmal spüren wir das ja auch. Wir haben ja durchaus ein Gefühl dafür, dass sich unser Leben nicht richtig entwickelt. Wir haben auch ein Gespür dafür, dass sich manchmal Dinge in einer Bahn bewegen, die wir so eigentlich gar nicht gewollt haben. Wir spüren manchmal, dass wir nicht der sind, der uns möglich wäre zu sein. Ich wäre so gern ein anderer, titelt eine Plakataktion. Ich komme nur so selten. Selbst wenn alles in Ordnung ist, selbst wenn alles völlig klar scheint, wissen wir, dass in uns doch etwas am Keim lauert. Eine Bedingung, ungünstige Bedingungen, die etwas ins Kraut schießen lassen, was nicht gut für uns ist. Wenn wir diesen Abstand erkennen zwischen dem Menschen, den wir sein könnten, und dem Menschen, den wir sind, brauchen wir eigentlich nicht unglücklich zu sein. Das ist ja das, was der Predigtext uns heute sagt. Wenn der Lichtstrahl Gottes so auf uns gefallen ist, dass wir diesen Unterschied erkennen, dann ist es nicht an uns zu verzweifeln, sondern dann dürfen wir vertrauensvoll auf Gott warten, der diesen Differenz selbst überbrückt. An farbigen Hortensien, an blauen Glockenblumen ist eigentlich nichts falsch. In einem weißen Garten sind sie fehl am Platz. Und vielleicht könnte es sein, dass ich in die Idee meines Lebens verliebt bin, die einfach nicht wirklich Wurzel schlagen kann in meinem Leben. Und es kann sein, dass ich vielleicht irgendetwas unbedingt in meinem Leben haben will, was da eigentlich nicht hingehört. Manchmal erkennen das Menschen von außen schärfer, als man das selbst erkennen kann. Ja, es gibt Pflanzen, die würde ich unheimlich gerne in meinem Garten haben, aber die Lichtverhältnisse erlauben es nicht. Ich halte störrisch trotzdem an der Idee fest und pflanze sie und versuche es mit dem Ergebnis, dass es dahin kümmert. Die, die gut wachsen würden, die erscheinen mir dann irgendwie nicht attraktiv genug, um sie mit hineinzunehmen.
Anderes schießt dann in meinem Garten so sehr ins Kraut, dass ich es nicht mehr unter Kontrolle habe. Ich fand vielleicht zum Beispiel am Anfang das Schabockskraut ganz niedlich mit seinen hell glänzenden Blättern und den schönen gelben Blüten. Und dann hat es so Überhand genommen, dass es meine zarteren Blumen verdrängt und verscheucht hat. Und manchmal werde ich wie Elke Heidenreich ein Opfer meiner Perfektion. Ich schufte mir den Rücken krumm und erreiche doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Die Erlösung eines Gartens, titelte eine Zeitung über Sassenhurst. Gestutzt, ein Garten braucht Erlösung? Ja, schreibt der Autor, in dem Garten von Sassenhurst hatte sich etwas verfestigt. Er war eine erstarrte Schönheit. Er war irgendwie zu perfekt geworden. Und dann gab es diesen jungen Gärtner, der mit einer frischen Leichtigkeit und einer neuen Hand mehr Lebendigkeit in das Arrangement brachte. Der wieder Wildblumen einsetzte und vieles auch änderte und reduzierte. Ich gehe ja nicht in den Garten, um Wildpflanzen zu suchen und Schädlinge zu bekämpfen. Ich gehe doch in den Garten, weil mich die Blumen interessieren und die Früchte. Und darum schaue ich auch nicht die Gemeinde an, weil ich darin die Sünde suche, sondern weil ich das suche, was unter dem Licht Gottes wächst und blüht. Elke Heidenreich hat die Erlösung ihres Gartens auch erlebt. Sie hat ihm das Weiß nicht mehr aufgezwungen, sondern seine Farbigkeit zugelassen. Und dann lebte sie glücklich darin. Erlösung auch für mich. Wenn sich alles zu sehr verfestigt hat in meinem Leben, wenn es vielleicht sogar zu perfekt geworden ist, wenn sich Langeweile einstellt, weil sich nichts verändert, dann will einer kommen und mit frischer, neuer Hand neues Leben bringen. Da will einer kommen, der die verwahrlosten Ecken neu zum Blühen bringt. Und was Verborgenes in meinem Leben auf mir lastet, was meine Lebenskraft aussaugt, das will er mit vorsichtiger Hand ordnen und entfernen. Lassen wir diese ordnende Hand in unserem Leben walten. Lassen wir Christus unseren Gärtner sein, ihn gestalten, ihn ausreißen, ihn neu pflanzen lassen, mit dem Vertrauen, dass er das Ganze im Blick hat und etwas Schönes daraus werden wird, wenn es am Ende fertig ist. Es gibt kein völliges Misslingen. Kein Garten ist völlig gescheitert. Nichts geht so daneben, dass am Ende alles verloren geht. Das ist die befreiende Nachricht. Wenn die Klimatis blau ist, wenn es so viel Löwenzahn gibt, dann hört die Sonne aber trotzdem nicht auf, über meinen Garten zu scheinen. Denn Harold Nicholson hat festgestellt, eigentlich ist jede einzelne Blüte in einem Garten ein Wunder für sich. Wenn man sich vor Augen führt, wie sehr sie kämpfen musste, um bis zum Blühen zu kommen, dann sollten wir jede einzelne Blüte es wertschätzen. Und eine einzelne Blüte reicht für einen ganzen Garten. Mehr muss er nicht bringen. Darum möchte ich uns heute ermuntern, zu sagen, schauen wir mehr auf das Gelingen des Lebens. Schauen wir nicht auf das, was schief gegangen ist oder schief geht, sondern schauen wir auf das, was trotz aller Widerstände und Hemmnisse wächst, blüht und Früchte treibt. Schauen wir darauf, dass wir einen Glauben haben, der uns trägt und hält. Schauen wir darauf, dass es Augenblicke im Leben gibt, in denen Gottes Liebe vollkommen in uns ist. Diese vollkommenen Augenblicke sind vielleicht wie viele Blumen nur Tagesblüten, die nur einen einzigen Tag in unserem Leben wären. Aber für einen einzigen solchen Tages lohnt sich ein ganzes Leben, sagt unser Predigttext. Und so will ich beim Menschen nicht die Sünde suchen, sondern das gelingende Leben. Und ich will mich an seinen Blühen freuen, an den Früchten, die er bringt. Nicholson schrieb einmal darüber, dass es für die Engländer charakteristisch sei, wie sie mit Blumen umgehen und dass sie die Blumen so sehr lieben. Sie würden Gärten schaffen auf einem Gelände, wo vorher niemals ein Garten gewesen ist. Und sie würden sich der verwahrlosten Ecken sofort annehmen, um sie zum Blühen zu bringen. Das finde ich wäre doch etwas Schönes für unsere Gemeinde, wenn das charakteristisch wäre für uns, dass wir die Menschen aufblühen lassen, die nach Erlösung dürsten, die Entfaltung wollen, dass sie bei uns einen Ort finden, wo sie aufblühen dürfen.
Ich will Sie erinnern an unseren Tag, den 22. September, unsere Gemeinde blüht, denn da wollen wir diese verwahrlosten Ecken unseres Geländes aufsuchen und wollen dort Blumen pflanzen und sehen, was wir zum Blühen bringen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.